Heike, was ist los? Sie sitzt hinter meinem Bett und grinst mich an. Wer? Die Spinne. Spinnen grinsen nicht mehr, Heike. Doch, tun sie, Papa. Und sie hat ganz eklige lange Beine und ganz viele Augen. Und sie will mich fressen. Ja, da hat sie sich ganz schön was vorgenommen. Ja, ja, du wirst schon sehen. Erst vergiftet sie mich. Dann wickelt sie mich ein. Und dann knabbert sie an mir rum, bis ich ganz weg bin. Mein Schätzchen, wo hast du denn das gelesen? Spinnen fressen keine Menschen. Und es sind ganz, ganz nützliche Tiere. Spinnen sind hässlich und doof. Aber sie fressen Fliegen und Motten und Mücken. Mücken. Schau mal, Mücken sind auch hässlich und doof. Du musst sie wegmachen. Komm schon, bitte. Na, Heike. Spinnen zu töten, das bringt Unglück, das sagt schon der Volksmund. Der Volksmund ist ein Blödian. Ja, das werde ich ihm ausrichten, wenn ich ihn das nächste Mal. Ach, Papa, komm, bitte. Sonst kann ich nicht mehr in mein Zimmer. Ha, dein Zimmer. Mareike, dein Zimmer ist so voller Unordnung, dass man da überhaupt nicht mehr rein kann. Ich war schon seit Tagen nicht mehr drin. Und außerdem ist es kein Wunder, wenn sich dann Spinnen dort wohlfühlen, weil die lieben diese Kanten, Spalten und Nischen, bauen dort ihre Netze. Bist du sicher, dass da überhaupt nur eine Spinne ist? Die machen sicher schon eine riesen Party dort. Papa! Na gut. Ich räume auf, wenn du die Spinne wegmachst, versprochen. Aber wir geben dir noch ein bisschen Zeit, deine Sachen zu packen und auszuziehen. Was denn für Sachen? Naja, was schön so haben. Nähmaschine für ihre Netze, Brettspiele für die Langeweile, wenn keine Fliege kommt. Papa, so. Das ist nicht lustig. Du nimmst mich gar nicht ernst. Ja, aber sie braucht doch nur einen Ort, wo sie bleiben kann. Und wenn sie nicht anfällt. Na, Reike, für eine Spinne bist du eine Riesin. Ah, aber vielleicht wird sie sich freuen, so eine große Freundin wie dich zu haben. Wie mich? Ja. Die Spinne? Ja. Die Spinne, Papa, hat ganz eklige, dünne, haarige Beinchen. Naja, das hat die Frau Rüttelberger aus dem dritten Stock auch. Und die ist aber ganz nett. Ja, aber Frau Rüttelberger aus dem dritten Stock, die baut kein Netz hinter meinem Bett auf und frisst alles, was darin hängen bleibt. Wäre ich nicht so sicher. Papa, das Viech muss weg. Sonst packe ich meine Sachen. Wie bitte? Ja, 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 genau. Die Spinne oder ich? Mareike, bitte sei nicht albern. Ich bin nicht albern, ich habe Angst. Weil ich hab nichts zu lernen.
danke. Hast du eigentlich vor einer Bastelschere auch Angst? Quatsch. Naja, so eine Bastelschere könnte dich eigentlich viel mehr verletzen als so eine kleine süße Spinne. Ja, aber so eine Bastelschere krabbelt mir auch nicht über den Pulli oder über die Bettdecke. Ha, aber Mäuse tun das. Hast du auch Angst vor Mäusen? Mäuse sind süß. Ja, aber sie fressen unsere Vorräte, Computerkabel, Adapter und übertragen Krankheiten. Das stimmt doch gar nicht. Steffi hat ganz süße kleine weiße Mäuse. Die sind total niedlich. Na gut, dann ganz anders. Wir probieren das ganz anders. Mareike, ja. Was ist noch schrecklicher als eine Spinne? Große Spinne. Würmer. Beine. Nein. Vampirfledermäuse. Nein. Oh, Schnecken. Warzen. Schimmelkäse. Erwachsene, die knutschen. Nur das ist ja dann ganz leicht. Dann knutsch doch mit der Spinne und dann bist du deine Angst los. Aha, Papa, du nimmst mich überhaupt nicht ernst. Wir Erwachsenen nehmen Kinder nie ernst. Ihr trinkt immer nur Kaffee, Bier und wisst alles besser. Haben Erwachsene etwa nie Angst? Doch, aber dann beschäftigen wir uns mit den Dingen, wir untersuchen sie und dann verlieren sie meistens ihren Schrecken. Wenn man etwas weiß, braucht man sich vor nichts zu fürchten. Verstehe ich jetzt nicht. Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass eine Spinne hinter meinem Bett sitzt. Jetzt weiß ich es und habe Angst. Das macht doch gar keinen Sinn. Also ein Wissenschaftler würde jetzt diese Spinne untersuchen und würde draufkommen, dass das eigentlich ein ganz faszinierendes Tierchen ist. Ja, und Steffis Papa, der würde die Spinne jetzt einfach mit dem Hausschuh weghauen. Diese Methode ist nicht besonders wissenschaftlich und außerdem versaut sie die Tapete. Ja, Steffis Papa wird am liebsten noch Steffis Mäuse mit dem Hausschuh weghauen. Ist Steffis Papa ein Tennisprofi? Nein, arbeitet bei der Bank. Na, das sollte mit Mäusen aber respektvoller umgehen. Papa, wenn ich erwachsen bin, werde ich alle Kinder immer ernst nehmen und alle kleinen weißen Mäuse. Yeah.
Ja, dann lass uns doch einmal wissenschaftlich an dieses Problem herangehen. Du immer mit deinen Wissenschaftlern. Tegenaria oder Folsida, eine Zitterspinne oder eine Windespinne, das ist hier die Frage. Wie schaut denn deine Spinne überhaupt aus? Sie ist gräulich eklig. Also, wenn wir diese Art bestimmen können, dann kommen wir der Sache schon einen Schritt näher. Die gehört bestimmt zur Art der Killermonster. Schaut sich so aus. Tegenaria domestica, die gemeine Hausspinne. Schau mal. Die ist ja riesengroß. Naja, die Fotos sind ein bisschen vergrößert, damit man das sieht. Guck mal, wie die einen anlässt. Ja. Oder die hier? Wie die da? Das tue ich. Du.
Spinne viel lieber als mich, sonst würdest du sie einfach wegmachen. Mareike, bitte. Aber dir macht es doch gar nichts aus, wenn die Spinne mich fressen will. Mareike. Und du, sag gar nichts, du bist genauso haarig wie Frau Rüttelberger aus dem dritten Stock. Ihr steckt doch mit den Spinnen unter einer Decke. Ihr verfüttert kleine Kinder an diese Monster. Mareike, bitte beruhig dich. Ach, bitte. Mareike, du spinnst. Manchmal
sind diese Alarmsignale so stark, dass du deine Verdauung beginnt zu arbeiten. Und dann sagt man, man macht sich vor Angst in die Hose. Oder man hat Schiss. Genau. Also die Angst kann in unterschiedlichen Formen auftreten. Entweder es ist nur ein leichtes Kribbeln unter der Kopfhaut oder es ist eine waschechte Panikattacke. Und auf Altgriechisch heißt Angst Phobie. Vor so ganz kleinen, winzigen Tieren Angst haben. Du,
Und es gibt sogar Menschen, die fürchten sich vor noch viel harmloseren Sachen, vor Schnürsenkeln zum Beispiel. Schnürsenkelphobie. Vor Schnürsenkeln? Ja. Oder vor Nudeln? Ja, das ist eine gute Idee. Pastaphobie. Ah, und vor Tischen. Tischphobie. Heizungsphobie. Notenständerphobie, Geigenphobie. Anzugphobie, Hausschuhphobie, Gürtelphobie. Pferdehaarephobie. Heldphobie. Kuchenphobie. Papaphobie. Mareikophobie. Genau. Papa. Ich gehe diese Sache jetzt wissenschaftlich untersuchen. Bist du sicher? Ja, man muss die Dinge nur gründlich untersuchen. Meistens verlieren sie dann ihren Schrecken. Wenn etwas ist, ich bin in meinem Labor. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Nervennahrung? Thank you.
weiß jetzt, wie man Netze aufbaut und damit Fliegen fängt. Und ich weiß, wie man sich bei Gefahr totstellt. Schau mal. Mareike, um Gottes Willen, was ist los? Mareike, Mareike. Gut, ne? Ja, das mache ich Spinnen so. Sieht total echt aus. Ich hätte das an den Herzinfarkt bekommen. Ja? Ja, Papa. Ich habe sie im Lexikon ganz genau bestimmt. Und Gigi ist überhaupt nicht gefährlich. Was meinst du? Sie hat mir alles über Spinnen beigebracht und wohnt jetzt hinter meinem Bett und passt auf mich auf. Tatsächlich? Ja, ist mein ganz persönliches Sorgenfresserchen. Was ist denn das für eine Geschichte? Nee, Papa, wenn sich eine fette Sorge an mich heranschleicht, dann fängt Gigi sie und mampft sie einfach auf. Das ist keine Geschichte. Schau. Ah, die ist ja riesig groß. Mareike, was ist denn das für eine Spinne? Tegenaria gigantea, immer mit der Ruhe, Papa. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das ist ja ein Ugly, ne? Die war in deinem Zimmer? Ja, ich darf sie Gigi nennen. Hast du das auch so? Ja, klingt das wie? Fetzig, oder? Fetzig, fetzig. Sag mit. Gigi, Tegenaria gigantea. Entsetzlich. Wir halten bei dir. Ach, Papa, willst du sie mal halten? Gigi meint, wir Menschen hätten nicht genug Augen und Arme und Beine, um die Welt richtig zu erfassen. Aber ich bin jetzt eine Ehrenspinne. Du bist freut mich für dich. Papa, willst du Gigi nicht mal halten? Na, danke. Ich